Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Leute, wir schauen in den heutigen Shop rein. Wir haben hier wieder die ganzen Fußballskins. Da machen wir ans Ende machen wir eine Verlinkung zum oder hier oben, guckt jetzt oben mal da rein in die Ecke, da wird jetzt mit Sicherheit ein Link aufpoppen zum Video von gestern, weil das mache ich jetzt nicht noch mal alles durch. So, dann geht's hier weiter, dann sind wir gleich bei Saxophonisch. Ein mega geiler, mega, 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 mega geiler Emote, saxophonisch. Und saxophonisch bekommt von mir 10 von 10. Ich finde den hammer cool. Hammer, hammer, hammer. Und dann gucken wir mal, saxophonisch ist Phone It In. Und Phone It In hat hier 4,91 von 5 bei 35 Votes. Am 3. Dezember 2018 ist erstmal drin gewesen. Fünfmal seitdem 196 Reminders. Für 800 V-Bucks. Da vorne denn oder saxophonisch. Dann haben wir hier den Dreierstern. Mega cool finde ich das Teil. Das sieht echt nice aus, die Picke. Und der Dreierstern kriegt von mir 7 von 10. Das Ding finde ich sieht nice aus. Lass mal schmecken. Da haben wir hier momentan 4,33 von 5 bei 3 Votes. Zweimal drin gewesen. 5 Reminders. Am 18. März 2019 das erste Mal drin gewesen. Das Teil. Hier für 800 V-Bucks. Der Dreierstern. Und dann haben wir die Chromatic. Und ja. Da können wir jetzt mal ganz kurz durchklicken. Das finde ich nicht so. Ja, gut. Das ist mir wieder zu. Ich weiß auch nicht. Also, ich finde es nicht so toll. Das ist mir zu knallig, zu buntig. Krieg von mir 5 von 10 Chromatic. Und da haben wir hier. Oh, das muss los. 4,44 von 5 bei 16 Votes. Am 22. Februar 2019 ist erstmal drin gewesen. 24 Reminders. Dreimal für 300 V-Bucks. Chromatic. Dann sind wir bei der hier. Waypoint, gerade hier in dem neuen Stil, finde ich, sieht die mega cool aus, wirklich. Und da kriegt der Waypoint von mir tatsächlich, also ich finde, das ist Schnuckelchen hier, Schnuckelchen. Waypoint kriegt von mir 8 von 10. Und da haben wir hier momentan 4,61 von 5 bei 44 Votes, 168 Reminders am 8. Dezember 2018 ist erstmal drin gewesen, 6 Mal seitdem. Das Ding sieht echt cool aus. Gerade so, mega nice. So, the Waypoint. Dann haben wir hier das Endlosrad. Und das finde ich persönlich jetzt nicht so wirklich toll. Das Endlosrad. Und das kriegt von mir 6 von 10. Das Endlosrad. 5 von 10. Ich weiß nicht. Ich gebe ihm 6 von 10. Normalerweise gebe ich den Emotes ja meistens immer ein bisschen mehr, weil ich die total cool finde. Aber das Ding finde ich jetzt nicht ganz so super. Nochmal 4,2 von 5 bei 5 Votes, 13 Reminders, zweimal drin gewesen. Am 25. März 2019 das erste Mal für nur 500 V-Bucks das Endlosrad. Und dann haben wir das Einsatzmuster. Und auch da schauen wir uns jetzt immer ganz kurz das Ding an. Hier, das sieht eigentlich ganz okay aus. Das sieht geil aus. Das sieht eigentlich ganz okay aus. Das sieht ziemlich gut aus. Das sieht auch ziemlich gut aus. Das sieht auch ziemlich gut aus. Also, Einsatzmuster auf jeden Fall eins der besseren, meiner Meinung nach. Und kriegt von mir 8 von 10. Finde, das Teil hat. Oh. Und das kommt wieder nicht so gut an, ne? Hier. 2,8 von 5 bei 5 Votes. Am 21. März 2019 sind es erstmal drin gewesen. Zweimal 7 Reminders. Für 300 V-Bucks hier Rivet.
Ja, Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut nächstes Mal rein, wenn es wieder heißt Fortnite mit mir, dem Herrn Gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.